Hallo, ich grüße euch. Weihnachts-Sondersendung. Ihr wisst ja, letztes Mal musste ausfallen. Es hat sich irgendjemand erlaubt, Gewaltandrohungen zu machen und so weiter. Und in solchen Fällen halte ich dann trotz allen Patriotismus und dem inneren Willen, so eine Sendung durchzuziehen, dann doch eher verhalten und versuche erstmal zu überlegen, was dient denn dem Gesamterfolg und muss es jetzt unbedingt sein, dass man jetzt hier das auf die Spitze treibt. Und habe ich aus dem Grund dann die Sendung halt vertagt, auf wahrscheinlich Silvester, mal gucken, wie wir es schaffen. Gestern noch ein Anschlag, oder war es heute Vormittag, ein Anschlag noch auf das SPD-Hauptgebäude. Ja, wissen wir, wie ich das deuten soll. Interessanter ist folgendes, was jetzt hier in sozialen Medien rumgeschwebt ist, und zwar dieses Bild. Wenn ihr das erkennen könnt, hier ist ein Weihnachtsmann abgebildet, typische Schrift hier vom ISIS, hier oben. Ein arabisches Symbol, das ISIS-Symbol hier unten, ein nettes Bömmchen mit einer Zucker drauf. 15, 12, 25. Und natürlich noch ein Wecker, der auf 1 Uhr bzw. 13 Uhr steht. So, und das Ding hat natürlich hier in den sozialen Medien ziemliche Wellen geschlagen. Könnt ihr es schon bei Hartgeld kommen, unter Terrorismus gerne mal angucken. Ich drehe es mal wieder weg. Entscheidend ist jetzt Folgendes. Was will uns das Ding sagen? Fakt ist, dass es von Profis gemacht worden ist. Es ist also kein Laie gewesen. Und damit ist eine Drohung ausgesprochen. Man will also die Moslems sozusagen mit irgendeinem Ereignis sozusagen aus der Reserve locken. Und die Bedrohungslage ist also so, man muss jetzt ein bisschen wissen, was in den Protokollen der Weisen von Zion steht. Ne? Die Weisen von Zion ist sozusagen so eine religiöse Gruppe. An der Spitze der Banker, internationalen Banker. Und die Volksgruppe, die da im Wesentlichen vertreten ist, ich meine, das muss ich jetzt nicht groß erwähnen, das weiß jeder, der sich mit der Thematik weitgehend befasst hat. So. Und nicht ohne Grund wird ja auch Erdogan als Papa ISIS bezeichnet. Das heißt, der Islam ist sozusagen noch, sagen wir mal, die Speerspitze von dem ISIS. Aber das sind nicht diejenigen, durch die sie Befehle empfangen. Ne? Nun hatten wir ja in Nachrichten gehört, so Anfang Dezember war das, wo der neue Präsident Trump Jerusalem als Hauptstadt von Israel bezeichnet hat und hat damit die Moslems auf 180 gebracht. So, weil die ja sagen, die Hauptstadt gehört uns und die Innenstadt ist auch geteilt. Und ja, und auf dem ehemaligen Tempelberg steht ja auch dieser Felsenturm, also das mit einer goldenen Kuppel und daneben etwas unscheinbar die Al-Aqsa-Moschee. Zu dem ganzen Tempelgelände gibt es 12 Zugänge. Einer ist wohl noch für ja, jüdische Geistliche zugänglich, aber da ist wohl durch Sparmaßnahmen momentan blockiert, also so, dass sie dann im Prinzip nur noch über eine Holzbrücke Zugang haben. Und dieses Bild sieht man zum Beispiel, wenn man auf einer Internetseite mal guckt, und zwar skylinewebcams.com. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Genau. Ne? Also es ist www.skylinewebcams.com. Da guckt einfach mal rein. Da könnt ihr euch das mal angucken, wie das dort aussieht. Szenario ist ja folgendes. Man will, um die Protokolle der Weisen zu erfüllen, ein Ereignis schaffen, um in der Reihenfolge zuerst die Moslems auszuschalten, dann noch die Christen auszuschalten und als drittes die Juden. So. Und dann muss man sich überlegen, mit welcher Maßnahme könnte man am meisten die Weltbevölkerung sozusagen gegen die Moslems aufbringen. Ja, das ist natürlich ein islamischer Terrorangriff, der auf eine Minute getimt sehr gut rückverfolgbar ist. So, dann muss man sich überlegen, wir wissen ja ein bisschen mehr, weil wir ja nur immer die Medien auch mal Zwischenzeilen durchforsten und immer wieder überlegen, wem dient das. Ne? Und da kommt man ganz schnell dahinter, wenn der Gründer des ISIS sich auf die israelischen Geheimdienste zurückführen lassen und hinter diesem ganzen Staat der Israel im Prinzip ja nur die Bank Rothschild steckt, weil da braucht man einfach nur in die Balfour-Erklärung reingucken, dann weiß man, wer wem Befehle erteilt. Das heißt, die ganze Intifada und alles, was da so aufgebaut worden ist, ist im Prinzip wie ein Pappkamerad, der aber von den israelischen Geheimdiensten gesteuert wird.
So, und dann gucke ich mir noch eins an, da gucke ich mal den Vergleich an zwischen den Jugendbildern von Hitler und den Jugendbildern von Erdogan. Da stellt man fest, das ist fast wie aus dem Gesicht geschnitten. Und wenn man sich das Gesicht von Erdogan mal genau anguckt, da sieht auch nicht typisch türkisch aus, sondern sieht eben doch eher typisch israelisch aus. So, und wenn er sozusagen den ISIS befehligt, ist natürlich auch leicht nachvollziehbar, dass hinter seinem Rücken vielleicht ganz andere die Entscheidungen treffen. Fakt ist, dass die Al-Aqsa-Moschee und auch der Felsenwurm bei der Errichtung des dritten Tempels stört, rein logistisch. Ja? Man will also den dritten Tempel machen. Wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dass sich in diesem Tempel der Antichrist wiederfindet. So, also man will ein Szenario schaffen, einen Grund schaffen, um sozusagen eine Baufeldberäumung zu machen und in diesem Ort dann dort den dritten Tempel errichten. So, und da spielt sozusagen die Anzahl der Toten und die Anzahl der Verletzten und keine Rolle, sondern es ist ein politischer Wille, der von sehr mächtigen Leuten ausgesprochen worden ist. Und man will sich dort sozusagen im dritten Tempel als Gott verehren lassen. Also sozusagen jemand, der viel Geld hat, will dann sozusagen zum Nationalheld oder Gott aufsteigen. Das wahrscheinlich ist, wenn man eine gewisse Anzahl Geld gesammelt hat, sei es nur legal oder illegal erworben, da hat man sozusagen dann keine Befriedigung mehr, wenn man schon alles hat und nichts mehr kaufen kann von seinem Geld, weil alles schon da ist. Und da sucht man sich dann Machtspiele aus, die dann irgendwie eine Befriedigung haben. Das ist das Perverse und das Üble, was die Leute umgibt und die dann noch erwarten, dass wir denen abkaufen, dass sie Wohltäter der Menschheit sind. Und das kann ja wohl nicht sein. Die ganze Geschichte gipfelt auch in der ganzen Bewegung der Bevölkerungsreduktion. Wir wissen ja auch, dass die Bill Gates Stiftung mit Indien eine leichte Konfrontation hatte, indem er nämlich nachgewiesen hat, dass in den Impfstoffen, die die Gates Foundation in Indien verabreicht hat, es zu vielen Sterilisationen kam aufgrund der Impfstoffe. Ja, und man weiß ja in der ganzen Diskussion, dass es da auch schon so eine Verurteilung gibt, aber die USA liefern halt die Gates Family nicht nach Indien aus. Da wird das ein relativ kurzer Prozess sein und es wäre die Sache der AD, der Bevölkerungsreduktion, relativ schnell weg. Weil das sind im Prinzip die Keiltragen. So, dann muss man weitersehen, dass wenn man jetzt um den 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, eine Prophezeiung ausgesprochen hat, dann möchte man natürlich, wenn man als Lügner dasteht, das auch zeitnah erfüllt sehen. So, und die ganzen Leute, die im Prinzip von diesem System profitiert haben, die sind ja dann auch schon weit Ende 70, 80, haben also auch schon leichten Erdgeruch und die wollen zu ihren Lebzeiten das erfüllt sehen. Also versuchen sie, politischen Druck aufzubauen, um das möglichst noch zeitnah hinzukriegen, obwohl die Welt sich eigentlich jetzt von der neuen Weltordnung verabschiedet hat. Man hat das gesamte politische Establishment der Bundesrepublik quasi durch Pädophilie oder ähnliche Dinge erpressbar gemacht und es scheint niemand in der politischen Führungsspitze zu sein, der nicht irgendeinen schwarzen Flecken in seiner Karteakte hat, dass er damit nicht erpressbar wäre. So. Das heißt, von der Führungsspitze wird keine grundlegende Besserung der Situation zu erwarten sein. Das heißt, wenn das neue System sich durchsetzen soll, und das muss ja nur kommen, muss die politische Führungsriege komplett entfernt werden. Mit welchen Mitteln kann man sich überlegen? Fakt ist, wenn es eine große Anzahl Tote gibt hier in diesem Land, dann wäre der Grund gegeben, durch eine entsprechende Militärgesetzgebung und entsprechende Überwachungsmaßnahmen nachzuweisen, wer da an diesem Anschlag beteiligt wäre. Und wenn man sich mal das Szenario genau anguckt, sieht man ja auch hier auf dem Bild, das ist auch schon vielen auch bei Hartgeld kommt, erklärt worden, dass die Zahl ja rückwärts gelesen wird. Ja, und wenn man jetzt sich anguckt, in welchen Ländern Datumsangaben rückwärts gelesen haben, deutet das also auf Amerika hin. Amerika hat ja im Gegensatz zu Deutschland keine Beschärfung am Heiligen Abend, sondern das machen die alle am ersten Feiertag. So, und dann könnte man interpretieren 1 Uhr oder 13 Uhr hier auf dem Wecker. Und es ist natürlich klar, 1 Uhr war um die Zeit schon lange weg. Also blieb jetzt noch 13 Uhr, das wäre also 19 Uhr Ortszeit. Wir haben jetzt mal unseren Wecker, ich gucke nochmal selber, 17:02 Uhr, also ungefähr noch 2 Stunden bis zu der hier angekündigten Terroraktion. Man kann interpretieren, ob das nur eine leere Drohung ist. Ich würde grundsätzlich davon abraten, irgendwelche Christmetten an der Feiertage zu besuchen, auch größere Plätze zu vermeiden. Das hatte ich in der letzten Sendung eigentlich auch sehr deutlich gesagt,
Wir wissen ja alle, dass dieses Ganze an Weihnachten nur deswegen zustande gekommen ist, weil im 4. Jahrhundert die katholische Kirche die ganzen christlichen Feste auf heidnische Feiertage gelegt hat. Und demzufolge es überhaupt keine Chance gibt, dass Jesus zu Weihnachten geboren sein kann. Es geht nicht. Wenn ich einen Kalender ändere, verschieben sich alle Daten um die entsprechende Differenz. Wir wissen ja, dass vor dem 1. Jahrhundert der Nullpunkt des Kalenders der Sonnenwendepunkt war. Das heißt, der erste Frühlingsneumond hat sozusagen dem 1. Januar entsprochen. Da kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das sich alles verschiebt. Viele Experten meinen ja, dass Jesus im Herbst geboren wäre. Ich persönlich tendiere zu dem Laubhüttenfest. Es könnte auch sein, dass es ein Passafest ist, weil eben Jesus auch nochmal besonderen Wert darauf gelegt hat, mit seinen Jüngern das Passafest zu feiern. Das ist auch möglich. Also wie gesagt, es ist Spekulation und zu den damaligen Zeiten hat man nicht wie heute den Geburtstag gefeiert. Insofern verstehe ich nicht, wie viele Christen, obwohl sie wissen, dass der Kalender verschoben worden ist durch die katholische Kirche und vor allen Dingen eben auch mit militärischer Macht, eben heute noch daran festhalten und diesen ganzen religiös-satanischen Hintergrund eben mit übernommen haben, um eben an diesem Datum festzuhalten. Wir wissen ja, dass diese Zeit des Advent zu dem römischen Fest Saturnalia gehört und zu dieser Zeit hat man also Christen im römischen Kolosseum einfach den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und das, was jetzt dahinter steht, hinter diesen grausamen Ritualen der Römer, ist eben der Baalskult. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass mitten im Vatikan eben auch so ein Obelisk steht als Machtsymbol des Baalskults, also sowas wie zu sagen der Gott der Freimaurerei, dann muss man sich eigentlich nicht mehr lange überlegen, warum und wieso es den weißen, den grauen und den schwarzen Papst gibt, wobei der Weiße und der Schwarze jeweils satanisch sind. Und der Graue, da habe ich auch keinen wirklichen Bezug, weil wir wissen ja, dass die Gemeinde, die vom Jesus favorisiert, dass die Urgemeinde ist, die immer wieder gesagt hat, ja, wir prüfen alles und das Gute übernehmen wir. Ja. So, und wenn man das machen würde an der heutigen Kirche, könnte man eigentlich alles in die Tonne klappen, außer die kleinen Hauskirchen, die eben immer noch jede Woche sich zusammenfinden und in der Bibel eben lesen. Und was uns das heute zu sagen hat, das halte ich noch für tragfähig, aber diese ganze Institution, die dahinter hängt, die sich erpressen lässt mit Pädophilie oder irgendwelchen Abkommen mit dem Freimaurer, das hat in der kommenden neuen Weltordnung ohne Satan keine Überlebenschance. Also wenn wir von dem tausendjährigen Reich sprechen, was wir erwarten, das Friedensreich, hat mit dem, was Hitler da gemacht hat, nichts zu tun, dann ist sowas nicht überlebensfähig, weil wir werden dann wieder den alten Kalender haben und dann fallen die ganzen heute uns üblichen christlichen Feste alle auf den Rücken. So, und dann wissen wir natürlich, wenn Ostern auch falsch liegt, ne, weil Ostern wurde ja dann am 14. des ersten Monats des Jahres nach dem alten Kalender sein, also sozusagen dem 14. Januar entsprechen, da ist natürlich auch die Berechnung von Pfingsten falsch, ne, weil er dort auch wieder die 50 Tage gezählt hat. Also man sieht, es stimmt an der ganzen Sache überhaupt nichts. So, und jetzt ist natürlich, wenn man das weiß und das alles relativieren kann und sich trotzdem überlegt, dass eben das herrschende Establishment eben seine Macht ausübt und die Leute eben sozusagen an der Nase herumführt, dann ist da was in den Medien und in der ganzen Öffentlichkeit jedes Jahr zu Weihnachten für Zirkus aufgeführt wird, obwohl man weiß, dass an dem ganzen Weihnachten nichts dran sein kann. Denn man weiß, dass der Kalender verändert worden ist, weiß man, dass man mit noch so viel Hoffnung da nichts Wahres findet. Es geht einfach nicht. Wenn man weiß, es ist gefälscht, braucht man nicht nach Wahrheit darin. Es gibt nichts Richtiges im Falschen. So, das würde jetzt dazu führen, dass wir ein Fest haben ohne Grund. Ne? Also wie bei der Wiedervereinigung. Es gab ja keine Wiedervereinigung, weil der Einigungsvertrag ist gelöscht worden. Es wird aber trotzdem immer noch gefeiert. Und das ist im Prinzip das Gleiche auch mit Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Weil man weiß, dass der Grund dafür nicht existiert. So, und jetzt ist die Frage, wie verhalten wir uns? Na, ich würde vorschlagen, dass jeder sich eben in eine Fluchtburg zurückzieht und wartet, was jetzt hier passiert. Weil
Was dagegen machen, kann man nicht. Man kann sich gegen Terrorismus nicht schützen. Ne? Wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort sind, erwischt es einem halt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben höher, in der Großstadt vom Terrorismus betroffen zu sein oder bei solchen Veranstaltungen, als wenn man sich wirklich auf das bezieht, was eben Weihnachten für uns darstellt. Ne? Also die Geburt einer neuen Gesellschaftsordnung, neuen Lebensweise, die eben nicht auf Macht und Geld aufgebaut ist, sondern auf Bewusstsein, auf Weiterentwicklung der Menschheit. Ne? Wir sind ja im Prinzip, wir haben uns ja nicht weiterentwickelt, wir haben einen technischen Fortschritt gehabt, wobei man sagen muss, wir haben dafür unsere Lebensräume eingebaut und unsere persönliche Freiheit eingebüßt. Ob das eine Verbesserung ist, weiß ich nicht. Das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn das Huhn spricht, naja, jede Veränderung, nicht jede Veränderung ist eine Verbesserung, als das Huhn von der Stange in die Pfanne kam. Ja? So ungefähr muss man sich das vorstellen. Es hat also immer Positives und Negatives zu bewirken. So, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich persönlich würde vorschlagen, wir machen die nächste Live-Sendung dann Silvester, solange es ruhig bleibt. Sollte es zu wirklichen Auseinandersetzungen kommen, jetzt in den nächsten Stunden, sind wir ungefähr anderthalb Stunden. Ich habe jetzt gerade die Live-Cam laufen, also sind 638 Online-Leute, die da den Tempelplatz momentan beobachten. Und ich werde auch mal ein bisschen gucken, ob heute sich noch irgendwas ereignet. Und ansonsten müssen wir davon ausgehen, dass sich wahrscheinlich zu Silvester eben diese Überfälle häufen, weil dann Gewehrschüsse und Silvesterböller sich eben viel weniger unterscheiden und sozusagen so ein Anschlag, der da geplant sein könnte, eben viel unbeobachteter sich ereignen könnte. Das ist eine rein militärische Überlegung, während Weihnachten eher eine religiöse, mystische Bedeutung wäre, ne, die man damit verbinden könnte. Aber das überlasse ich euch, das zu interpretieren. Wichtig ist, dass ihr die kommende Zeit vorbereitet. Österreich steuert auf eine kaiserlich-königliche Monarchie zu. Die zwei Parteien, die jetzt momentan in der Regierung sind, kann man auch als Übergangsregierung bezeichnen, aber spätestens nach solchen Anschlägen wird es einen starken Ruck und einen starken Ruf nach Monarchie geben. Und in solchen Umfeld zählt natürlich dann die Erfüllung der damaligen Gesetzgebung. Das bedeutet also, das Bundestag wird wieder greifen, weil man muss eine Unterscheidung treffen zwischen wer darf hier bleiben und wer muss das Land verlassen, um eben die Gegend zu befrieden. Und da ist die einzige Möglichkeit, das Bundestag dem Knaller anzuwenden. Und in dieser Sache kann ich euch nur bitten, dass ihr eure Abstammungssachen vorlegt, keinen gelben Schein macht, weil das, wie gesagt, in die falsche Staatsangehörigkeit führt, sondern eben euch Gedanken macht, wo die Unterlagen herkriegt und die dann der Wahlkommission übergibt. Wir haben auf unserer Homepage einiges-deutschland.com eine entsprechende Links zu der Wahlkommission. Die könnt ihr anschreiben, die könnt euch da die entsprechenden Unterlagen prüfen und mit denen bereits in den Städten erworbenen Siegelrechten das dann auch ordentlich siegeln, sodass also eure Urkunde auch mit einem staatlichen Siegel gesiegelt ist. Wir müssen das ja, habe ich ja letztes Mal erklärt, nicht in jeder Kleinstadt machen, sondern es reicht, wenn wir an erreichbaren Orten das haben, denn fünfmal in Sachsen und fünfmal in Bayern, weil die sind ja dem Norddeutschen Bund beigetreten und dann können die für den Rest auch Amtshilfe leisten. Momentan ist also auch in Berlin angedacht, dort Wahlkommissionen zu gründen, auch nördlich davon. Wir müssen mal sehen, inwieweit dort vor Ort die entsprechende Bereitschaft da ist, in der Wahlkommission tätig zu werden. Ich habe da also einiges gehört, dass da wieder was in Bewegung kommt, finde ich eine positive Entwicklung. So, ich möchte mich jetzt nicht allzu lange mit dem Thema hier auseinandersetzen. Ich würde jetzt gerne das Video noch hochladen, damit ihr das noch habt und gewarnt seid und vorbereitet seid. Bitte denkt dran, das Wichtigste ist die Bevorratung von Nahrungsmitteln und dass ihr euch aus der Öffentlichkeit erstmal so lange zurückzieht, bis die unmittelbare Gefahr erstmal gebannt ist. Ja, gut. Dann wünsche ich euch ein schönes Fest mit eurer Familie. Behaltet euch ruhig, macht keine großen Außenspaziergänge. Lasst es dies Jahr mal bewenden, es ist einfach noch zu gefährlich. Na, gut, Dankeschön.